Heute ist der Teil 2 von diesem Mann, der einsam und doch mit vielen Freunden durchs Leben geht. Es war 2018 im Sommer, da war Nardin bei ihm als geistiger Führer. Nardin hat ihn dann einmal gerettet über den Zebrastreifen, über den Gehweg. Es war da eine Straße, die vierspurig war, und obwohl die Fußgänger grün hatten, ging er los mit den Fußgängern, und in der Mitte schnellte ein Auto vorbei und hat ihn beinahe erfasst. Hätte da nicht Nardin den Mann zurückgehalten, er wäre tot oder schwer verletzt, denn das Auto hatte mindestens 50 Stundenkilometer drauf. Es war noch eine alte Frau, graues Auto, und sie hat sich nicht mal erschreckt. Sie fuhr einfach weiter. Das war eine erste Episode. Nardin war also da und begleitete den Mann. Er wurde dann vorbereitet und es kam eine große Stille. Es ging auf den September zu, 2018, und die Stille wurde immer zittriger, beinahe unmöglich. Er konnte es beinahe aushalten, diese Stille und dieses Zittern in der Natur. Es vibrierte. Das Zittern vibrierte förmlich. Und er wusste, da kommt etwas auf ihn zu. Der Mann ging, denn er war ja frei, selbstständig. Er ging hinaus täglich, laufte, schrieb, machte Gedichte, schrieb an Texten, machte Vorträge, kleine. Und dann kam der Tag, der 10. September 2018. Es kam eine große Offenbarung, mehr als eine Erleuchtung. Sie war gewaltig, so gewaltig, dass er sofort empfand, diese Kraft kann nur göttlich sein. Er saß im Zimmer, es war 9:30 morgens, er wusste nicht wohin mit sich, und fragte seinen neuen geistigen Führer, die sich dann abgelöst haben zwischendurch. Es kam also ein höherer geistiger Führer zu ihm, Ariel. Er fragte Ariel, was machen wir heute? Ariel wusste nicht was und er enthielt sich der Antwort. In diesem Moment, 9:30, der 10. September 2018, kam hellstrahlend ein Korridor des Lichtes herab. Gold leuchtend erhellte sich das Zimmer von diesem Mann. Er saß da und schaute, und es war ihm vertraut. Er ist nicht erschrocken. Das Licht war ihm vertraut, und es wurde immer größer, immer mächtiger. Es füllte den ganzen Raum aus. Es war so strahlend hell und klar. Das goldige Licht kam herab. Mit ihm einige Engel, mit ihm einige lichte, hohe Wesen in wunderbarer Gewandung. Sie kamen strahlend, frohlockend, leuchtend in den Raum und stellten sich auf. Dann war auf einmal eine Gestalt neben ihm, hellstrahlend, ein Ritter in goldener Rüstung. Er konnte die Augen nicht heben zu diesem hellstrahlenden, wunderbaren Ritter. Er getraute sich nicht, im Gegenteil. Er sank auf die Knie, der Mann, und blieb lange so.
knähend, wie ein Wasserfall, ran das Licht, ran die Träne aus seinen Augen. Wie ein Wasserfall. Es wollte nicht mehr aufhören. Minutenlang quoll das Wasser aus den Augen. Er wusste, das ist eine Reinigung. Mehr konnte er nicht mehr denken. Immer mehr wich sein Denken. Es war nicht mehr da. Er fügte sich dieser Größe, die aus Gott war. Aus dem Willen Gottes kam nun diese Kraft. Und sie war im Raum und neben sich. Er schaute, versuchte zu schauen, aber es gelang ihm nicht. Immer noch kam wie ein Wasserfall die Tränen aus den Augen. Es vergingen viele, viele Minuten. Dann auf einmal spürte er, der Kniende, eine Hand auf der rechten Schulter. Der hehre, wunderbare, leuchtende, strahlende tippte auf seine Schulter und der Mann ist aufgestanden. Nun sah er in die Gestalt, in die herrliche, lichtvolle Gestalt. Er sah die Ritterrüstung golden leuchten und er sah das Antlitz, aber konnte nicht lange hineinschauen. Es war zu mächtig, zu schnell alles. Es war so groß und erhaben, dass er wieder auf die Knie sank. Er hielt es nicht aus, stehend. Er wankte und ging wieder in die Knie. Nun legte der erhabene König aller Könige sein Schwert auf die Schultern dieses Mannes. Wieder kam ein riesiger Wasserfall, Tränen aus den Augen. Nun wusste er aber, er wird zum Ritter geschlagen. Er wusste es im Innern. Und er gab allem nach, was nun geschah. Er war eins mit den Handlungen. Er war eins und kraftvoll. Er wurde immer kräftiger, obwohl er weinte. Dann aber ließ das Weinen nach. Und der Herrscher aller Welten, Parzival, tippte auf seine Schulter. Er soll nun aufstehen. Parzival senkte das Schwert und stand neben ihm, neben dem Mann. Der Mann stand auf. In diesem Moment spürte er eine Wahrhaftigkeit in seinem Körper. Er spürte das erste Mal die große Wahrhaftigkeit. Und dass er nicht mehr schwach war, das Weinen hörte auf. Er bekam einen Schub. Er bekam Erleuchtung auf Erleuchtung. Der Erhabene wies in den Lichtstrahl mit einer Handbewegung und da standen sie da, 144.000, die Berufenen, die auf der Erde dann das neue Reich aufbauen sollen, mitwirken sollen und jetzt schon in die Berufenheit hineingehen sollen. Die Berufenen standen da. Der Mann kannte einige von früher, einige einfache und auch einige, die versagt haben. Er sah alle und alle sie wurden angewiesen, vom König der Könige, von Parzival, nach vorne zu kommen. In das strahlende Kreuz sollen sie ein letztes Mal ihre Hand hineintun. Ja, sie tippten alle die rechte Hand auf das strahlende Kreuz.
Währenddem sagten sie, ich gelobe, dir zu dienen in alle Ewigkeit. Amen. Noch andere Worte kamen hinzu, die heilig sind, die gesprochen wurden von Parzival. Der Mann stand daneben und wies die Menschen an, nach vorne zu kommen. Das war seine Aufgabe. Diese Aufgabe erfüllte sich irdisch und auch im Feinstofflichen. Also grobstofflich und feinstofflich wurde diese Tatsache. Die Menschen erlebten also ein neues Dasein, ein nochmaliges letztes Aufbäumen, sich dem Licht zu stellen, sich Parzival und Immanuel gehorchend endlich im Licht stehen und den Willen Gottes auszuführen. Nach 15 Minuten circa waren die 544.000 alle durch. Es ging schnell. Nachdem der Mann all das getan hatte, kam Parzival auf ihn zu und gab ihm einen Gruß, ein Lächeln, das er erfüllt hat, dass diese Handlung als Auserwählter nur nun geschehen ist. Der Auserwählte stand im Licht und tat, was ihm befohlen wurde, was ihm aufgetragen wurde. Er freute sich, dass er erfüllt hat. Parzival stand da als Ritter, hinter ihm im Lichtschacht standen Heerscharen von Ritter und Engel, von geistigen Helfern und geistigen Führern. Parzival hob die Hand zum Gruß und lächelte dem Mann zu, dass er nun sich verabschiedet. Es war ein Gruß nicht für ewig, es war ein Gruß, als würde er wiederkommen. Dann ging Parzival im Soge dieses Lichtes hinauf und das Licht ging mit ihm. Der Mann stand alleine da, vor seinem eigenen großen Kreuz, das da hing an der Wand. Er stand da und war erfüllt. Er war zutiefst erfüllt von Geistigem. Er konnte nur noch eins machen, er musste sich hinlegen. Er konnte nichts mehr anderes tun. Er lag dann 3 Stunden und ist dann wieder irgendwann im Nachmittag aufgewacht. Dann ging er in den Wald und dort konnte er in Gedanken so sein, wie er wollte. So viel zur Erleuchtung und zum Auserwähltsein. Der Mann wusste nachher, wenn solches geschieht, und wenn er rein bleibt im Innern, dann wird noch vieles folgen. Er wusste es. Und so kam es. Dieses aber im dritten und letzten Teil. Denn der dritte und letzte Teil, das ist die Schwelle zur neuen Erde. Es geht nun ganz schnell alles. Zunächst ist eine große Feier angesagt zu Ostern.
Da können sich die Menschen melden, die dabei sein möchten, in der Lichtoase. Sie können dabei sein in der Lichtoase oder sogar an der Hohen Feier am Sonntag, am 17. April. Über Ostern gedenken wir und verehren wir Abdruschin. Wer dabei sein möchte, der schreibt mir einfach. Nun wünsche ich euch alles Gute und ich wünsche euch die Erleuchtung auf dem, was ihr tut, wo ihr hingeht. Aber ihr braucht in allem einen Wunsch. Ohne den Wunsch im Innern kommt der Mensch nicht voran. Ohne den Wunsch, den ehrlichen Wunsch im Reinen und Hohen zu dienen, kommt der Mensch nicht weiter. Er verbleibt da, wo sein Denken ist. Der innige Wunsch wird erhört und er wird geführt, geleitet vom Licht, von Himmelshelfern. Es wird nun alles gut. Bleibt stramm und wachsam. Markus Bösch.